Jeder hat das doch schon gehört. Redefreiheit bedeutet nicht Freiheit von Konsequenzen. Wenn jemand etwas Dummes oder Haarsträubendes sagt, dann muss er mit dem Widerspruch und auch mit Spott und Hohn leben, den er erntet. Redefreiheit bedeutet nur, dass der Staat eigentlich nicht mit Gewalt reagieren darf, wenn jemand etwas sagt. Und auch nach den Regeln des Naturrechts. Es entsteht niemals das Recht auf Gewalt, nur weil etwas gesagt wird, mal von ernst gemeinten Drohungen abgesehen. Es ist jetzt zwar in Österreich nicht so, der Staat reagiert mit Gewalt auf bestimmte Formen von Schlechtsprech, aber grundsätzlich in einem echten Rechtsstaat dürfte er das nicht. Der Sprecher wäre vor Gewalt geschützt, aber nicht vor Kritik, Spott und Hohn. Analog dazu die Religionsfreiheit. Da müsste es doch eigentlich genauso sein. Der Staat darf dich nicht wegen deiner Religion mit Gewalt angehen. Aber vor Kritik, Spott und Hohn sollte er den Religiösen nicht schützen, denn genau das gehört zur Religionsfreiheit dazu. Schließlich hat der Nicht-Religiöse jedes Recht, die Religion lächerlich zu finden und das auch auszudrücken. Eigentlich. Und da haben wir einen schweren Fehler in unserem Pseudo-Rechtssystem. Der Staat tut genau das, was er eigentlich nicht darf. Auch Religion ist letztlich nur eine Meinung und deswegen ein gültiges Ziel von Kritik, Spott und Hohn. Und es ist nicht weniger als eine rechtliche Katastrophe, dass der Staat hier eine Zensurvorschrift installiert hat. In der Geschichte hat sich gezeigt, dass die wirksamsten friedlichen Werkzeuge gegen hirnverbrannten Aberglauben Spott und Hohn waren. Und genau das ist verboten. Warum wohl?